So, ein wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu, alles richtig, zu der Donnerstag-Folge. Ja, wir sind mittlerweile im Raum vorbereiten, in der dritten Höhle, Lager, Gestell, whatever. Ja. Ich hoffe mal, das zweite Lager, jetzt wissen wir, wie wir es bauen, das heißt, es sollte jetzt auch wesentlich schneller gehen. Was denn gesagt noch eine harte Nuss wird, sind die ganzen Dörfer bauen. Aber ist ja letztendlich nichts anderes als ganz viele Kisten bauen. Wir brauchen halt nur eine Menge Holz. Das ist wohl wahr. So, ich muss hier noch eins nach. Ist ja mal drei Platz. So. Gott, kriegen wir hier wieder viel Sand, Alter. Ist ja. Oh. Aufpassen, dass ich hier nicht die Anlage beschädige. Das wäre nicht so schön. Schauen, was wir hier später machen, weiß ich noch nicht. Müssen wir dann gucken, wenn hier alles steht, wie wir denn das Ganze auskleiden. So, jetzt kommt auf jeden Fall erstmal das ganze Gestein hier weg. Und zwar müssen wir hier drei runter. So. Wenn man weiß, was man machen soll, machen, tun, müssen, tun, tut, da geht das Ganze viel schneller gleich. Gut, der Kies geht mir jetzt gerade ein bisschen hart auf den Sack hier. Aber ganz ehrlich. So hart auch gar nicht. Vielleicht ein bisschen hart. Oder ich bin hart. Oder so. Aber ja. So. Achso, siehst du? Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Der Boden hier. Oh, ja, der Boden ist noch Cleanstone. Weil den Boden wollte ich nämlich auch mit Cobblestone machen. Also ab hier. Also die Treppe quasi nicht, aber ab dem, wo es wirklich auf Bodenlevel ist, muss auch Cobblestone rein. Ne, dass quasi dieser Flansch hier quasi aufgeflanscht aussieht. So soll das sein. Da. Ach. Doink. Plumps. Klo. So. Sehr schön. Leider gibt es keine Silent Pistons, also welche, wo du einfach stumm schalten kannst quasi. So, sowas wäre halt doch geil. Weil dieses ganze Auf- und Zugehen immer, das ist ja, Digga, das wird uns früher oder später so hart auf den Sack gehen. Das weiß ich jetzt schon. Was jetzt? Genau. Da lang. Genau. Dann muss ich ja quasi jeweils noch eins runtergehen? Ne, ich bin ja schon auf dem unteren. Hä? Moment. Was? Moment. Bin ich hier gerade falsch? Nani? Die Decke ist hier auf dem Niveau, wie ich reinkomme.
Und dann muss es 5 nach unten gehen. Aber wieso geht es denn hier nur 4 nach unten? 5 nach unten. Ach, ich bin jetzt schon eins. Ah, okay, wow. Ich dachte gerade, wir, aber hier, ich dachte schon, wir bauen hier nach unten, aber hier ist dann deswegen das weg, wo hier Kies war. Jetzt habe ich mich aber gerade verarscht gefühlt. Aber wie gesagt, das muss trotzdem weg. Also zumindest die Reihe hier. Die äußere Reihe, die kann sogar eigentlich bleiben, genauso wie die Reihe hier. Ach, ich bin schon wieder verhungern. Sag mal, was ist denn hier los? So. Denn hier muss ja wieder Cobblestone rein. So, hier kommt denn die Wand, die dann 5 hoch ist. Also noch eins hier. Hilfe. Hilfe. Ach, leck mich. Danke. So. Hier so. Auf dem Niveau. Genau. Jetzt bin ich schon wieder hier unten. Aber ich muss sowieso einen nach unten. Hä? Doch, alles richtig, alles gut. Ja eben, das hier muss noch weg. Ich schon wieder. Das muss ja alles weg. 3 breit. So, upsadam. Sehr schön. Der Block kommt ja nicht mal hin. Werde ich ja noch bekloppt. Genau, 3 breit. Und dann auf voller Höhe. So. Damit haben wir die Spitzhacke auch schon mal abgearbeitet. Ach komm. Ich packe die gleich mal in unseren Reparierer. Der war nicht belegt. Oh mein Gott, was für eine Verschwendung. So. Hey, Momentchen mal. Müssten wir nicht 5? Achso, hier ist unten noch eine. Alles gut. Ebenfalls 2 haben wir weggepackt. Das heißt, wir müssen gerade 3 im Umlauf haben. Hier ist die Bahnstrecke. Okay. Ja. Gut, die Bahnstrecke könnte ich eigentlich mittlerweile auch abbauen. Die hatte ich damals für ein kleines Projekt gebaut. Ja, ist doch egal. Das jetzt zu erklären macht keinen Sinn, weil, wie gesagt, ist obsolet. Von daher kann ich doch einfach zubauen gerade. Machen wir es noch einfach mal. Sorry, Walker. Tut mir leid. Ich kann überlegen. Ach komm. Deine Gleite kannst du zurückkommen, Penner. Wieso kann ich hier irgendwo hinbauen? Ach, weil überall Fackeln sind. Mal Walker, was machst du hier für eine Scheiße? Hier, bitteschön. Viel Spaß bei deinem Chaos. Ja. Egal, wie gesagt, die Bahnstrecke ist sowieso nicht mehr benutzt. Wir brauchen hier. Nein, da. Achso, nee, hätte ich eigentlich keine. Ist doch egal. Also, das Gleis hätte da sogar bleiben können. Egal. So wenig Schaden wie möglich anrichten. ja. So. Genau, hier kommt dann die Dwarva hin. So, hier muss noch eins nach unten. Da muss ja wieder Cobblestone rein. Einmal so hier.
ist das alles kompliziert hier. Aber wir haben es mittlerweile fast. Ich verspüre eine gewisse Routine. Was nicht unbedingt positiv sein muss, ne? Routinen können trügerisch sein. Und in meinem Fall sind sie jetzt auch immer. Einfach weil so ist. Ach komm. Genau. Ja. Danke dafür. Oh, das war ja wieder klar. Mein Test, ich hasse dich. Du Hurensohn. So, bam und geht doch. Yay. Ein Hoch auf das Replacement-Tool. Ich komme mir gerade irgendwie so voll so vor, wie als wenn ich dafür Werbung machen würde. Kaufen Sie jetzt das Replacement-Tool. Gibt es nur auf meinem Server. Woo! Ja, eben hier. Was ist denn hier los? Das muss doch weg. Da kommt Cobblestone rein. Aber ich will da hinten. Geht doch. So, genau. Hier muss Cobblestone wieder rein. Das heißt. Achso, ja. Der war so schon wieder zu viel. So. Und hier geht es jetzt weiter. Perfekt. Tada! Ein Wunderbärchen. So, dann kommen jetzt die Zwischenwände rein. Das heißt, also erstmal hier die Wand des Grauens. So. Ja. So. Eins, zwei. Achso, ich kann auch einfach mich an den Fackeln orientieren. Hier. Ich muss hier sowieso Dinge einbauen. 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich die Fackel wenigstens zur Kontrolle, dass ich auch wirklich richtig baue? 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Gut, hier oben mache ich schon mal zu. Ja. Funktioniert ja perfekt. Vielleicht sollte ich das von oben machen. Dann baue ich mal hier ganz kurz hoch. So ungefähr. Das macht es nämlich von hier garantiert einfacher. So. Muss ich mich hier nur noch wieder zurückbauen? Wo ist die Mitte? Da war das. So. Nein, ich werfe. So. Perfekt. Sehr schön. So. Hier wieder das gleiche Spiel. Was? Doch, genau. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Und 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt! Wow, Alter! Was war das gerade? Wenn man versucht, mit dem trockenen Mund Geräusche zu machen, ja. Jetzt ist mir gerade mein Trommelfell geplatzt, obwohl ich Kopfhörer auf habe. Ist auch schön. Kann man mal machen. So. Sehr schön. Sehr schön. Gut, und damit ist dann quasi das zweite Lager auch schon fertig. Haben wir es jetzt in, weiß nicht, in einer Folge, also ungefähr eine halbe Stunde, ein zweites Lager. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, die ganzen Dorber müssen noch rein, aber das ist dann wirklich bloß noch einfach einfügen, ist ja. Ja. So, ich würde mal sagen, bevor wir den dritten Raum machen,
holen wir schon mal die erste Reihe Bäume ein. Ist egal. Ich lade dafür jetzt mein ganzes Werkzeug hier aus, beziehungsweise kann ich eigentlich dich gleich mal reparieren. Dann nehme ich quasi bloß noch eine Hacke mit, eine Axt und dann alles andere brauchen wir dann erstmal nicht so lange, wie wir mit den Bäumen arbeiten, weil wir brauchen Platz im Inventar. Da ist ja wohl, ich denke mal, verständlich. Na komm, mach hin. Meine Fresse. So. Dann haben wir schon mal die ganzen Werkzeuge abgeladen. Dann geht es jetzt hier oben weiter. Gehen wir mal taktisch vor. Wir packen jetzt erstmal die ganzen Steine hier in die Tasche. Haben wir hier noch irgendwo Steine? Nö. Dann kann der ganze kleine Ratsch wieder raus. Und dann heißt es einsortieren, was das Zeug gibt. So, das heißt hier, also ihr könnt auch noch raus. Hier kann denn eigentlich das rein. Das rein. Wobei, das macht keinen Sinn, das kann ich doch einfach hier kombinieren. So. Dann kann hier noch das rein, das rein, das rein. Das kann raus. So, hier kann das rein, das rein, das rein. Na gut, das kommt eigentlich unten nie. Ach, scheiße. Das rein. Das rein. Achso, Glas kann ja noch mit rein. So, die Dinger, die kommen hier rein. Holz kommt hier auch rein. So, Taler und Gedöns kommt hier rein. Ich packe auch erstmal die Kohle mit rein. Oh, ganz ehrlich, fuck off. So, und das Rest kommt ins Lager. Achso, halt. Die können wir bitte hier hinpacken noch. Ja, ich weiß, die Hälfte davon brauche ich später wieder. Beziehungsweise also von den Steinen und so nicht. Die bauen wir jetzt dann wieder ab. Aber ich. Die ganzen Stonebricks und so, die brauchen wir eigentlich noch, aber ich will trotzdem erstmal alles rauspacken, damit man das Inventar, das sah ja aus wie Bomben, mein Schlag. Das war ja nicht mehr hinnehmbar. So. Machen wir noch eine Tour durchs Lager, lagern da alles ein. Dann fällen wir mal die Bäume. Und wenn wir dann mit der Bäume einmal durch sind, fangen wir dann an mit dem dritten Lager. Was? Achso, Sand ist ja hier hinten. So, jetzt kommt die Tasche des Grauens. So. Perfekt. Ja. Und schon wieder zur Hälfte gefüllt. Ich glaube das nicht. Holy shit, Alter. Schön. So schnell kann es passieren. Jetzt haben wir wieder abgesehen von den Blaubeeren. Genau. Leeres Inventar. Damit kann man doch wieder arbeiten hier. Ah, sehr schön. Bäume sind gewachsen. Sehr geil. Ich bezweifle aber, dass eine Axt reichen wird, weil so schnell wie die kaputt gehen. Ich glaube, da müssen wir dann noch eine Axt bauen. Will ich jetzt nicht unbedingt. Aber zumindest, wenn wir dann die Axt reparieren müssen. Haben wir noch eine andere? Ach, siehst du, wir haben hier noch Metalläxte. Da können wir die auch mal aufbrauchen. Wir haben auch noch ein Stahlschwert und sowas, was wir auch nie brauchen werden. Die Dinge können wir eigentlich direkt wegwerfen. Ich packe die mal hier unten hin. Das werden wir nie brauchen. Was bist du? Achso, das Lasso. Für die Tiere. Das lassen wir mal. Ja, okay. Lass mich hoch. Ich hab schon wieder Lasso gesagt. Oh mein Gott, das Wasser verfolgt mich überall hin. So, unser wunderschöner Wasserturm. Naja, eigentlich sollte das ein Leuchtturm sein. Mann. Was? Solarzellenturm? Wenn es das überhaupt gibt, keine Ahnung.
So, wunderschön. Jetzt geht nicht außer dem Stützpfeiler von der Brücke da abbauen. Sonst baut das Ding einfach mal aus Trost die gesamte Brücke ab. Dürfte zwar eigentlich nicht passieren, weil er baut ja nur Baumstämme ab und kein Holz. Also keine Holzplanken. So, damit ist die erste Spitzhacke schon mal weg. So, haben wir alles? Sieht fast so aus. Ist hier noch was? So, hier ist auch noch was. Und da ist auch noch was. So. Damit sollte jetzt alles dann Stück für Stück verschwinden. Sehr gut, sehr gut. Tja, und damit haben wir dann auch wieder ganz, ganz viele Blätter. Siehst du, wir hatten ja auch, war das Roland D? Das war auch, glaube auch Roland, Roland M. Genau. Hatte mir auch gesagt, dass wir mal so die ganzen Blätter in Öl umwandeln sollen, weil das platzsparender ist. Da bin ich aber gerade am Überlegen, macht das Sinn? Brauchen wir noch für irgendwas anderes Blätter? Weil eigentlich brauchen wir Blätter wirklich nur für Öl oder zum Ofen befeuern. Aber wir haben ja jetzt mittlerweile elektrische Öfen. Also, Blätter brauchen wir so eigentlich wirklich gar nicht mehr. Von daher können wir wirklich alles in Öl umwandeln. Da sparen wir definitiv eine Menge Platz. Der diesmal Klo. So, damit ist die nächste Spitzhacke auch weg. So, mal hier ein paar Blätter. Und wechsle mal auf unsere wunderschöne Regenbogenspitzhacke. Oh, Alter, wie schnell die auf einmal ist, Alter. Wuhu. Die Bäume dissipieren einfach. No chance. So. Sehr gut. Jetzt wollen wir hier nur noch alles einsammeln. Vor allen Dingen das Holz. Die Blätter sind nicht ganz so wichtig. Das sammeln wir natürlich trotzdem ein, klar. Ich meine, nur weil es nur ein Nebenprodukt ist, heißt es noch lange nicht, dass es unwichtig ist. Es wäre halt irgendwie witzig, ich kann immer gucken, ob es so eine Mod gibt, die quasi so ein bisschen, naja, ich sag jetzt mal, so eine Wiederaufforstungsmod, ne? Dass man quasi, wenn man Bäume fällt, wenn man die Blätter quasi liegen lässt, dass sie dann daraus dann automatisch wieder Saplings entstehen, die dann automatisch auch eingepflanzt sind. Und dann, ja, später da wieder Bäume wachsen quasi. Das wäre halt irgendwie schon, ein bisschen geil. So, alles weg. Alles weg. Sehr schön. Ja, massig Blätter. Und vergleichsweise wenig Holz dafür. Ich meine, gerade mal 3 Stacks Holz und 30 Stacks Blätter. Ja. Aber es reicht aus. Für das, was wir vorhaben, reicht das locker aus. Und wie gesagt, das war ja bloß die erste von 2 Fuhren. So. Aber schon, ob wir, also ich glaube mal, die ganzen 70 Zeppelins werden wir definitiv nicht einpflanzen können. Oh, hier sind wir noch Blätter. Wieso habe ich die gerade eben nicht gesehen? Blätter. Sie haben da beieinander. Egal, sollte funktionieren. Und wenn nicht, ist auch egal. Da sind auch wieder Blätter. So, der Baum ist vielleicht ein bisschen sehr nah an den anderen gestruppt.
So, perfekt. Lütchen. Sehr gut. Oh ja, haben wir immerhin 50 Saplings wieder eingepflanzt. Ich bezweifle zwar, dass daraus auch 50 Bäume werden, aber was ist denn hier los? Da kratzt es aus, wie als wenn ich hier oben was drehen würde. Ich glaube, langsam ist es vorbei mit mir. Achso, halt. Kommt der hier rein? Das Holz können wir direkt auch mal hier reinpacken. Gott, unsere Holzkiste wird voll. Ich glaube, da sollten wir mal die ganze Scheiße hier unten doch mal rausnehmen. Ich meine, wir haben ja hier sowieso noch unsere Kiste, die hier überhaupt gar nicht benutzt wird. Da kann die ganze Scheiße auch hier rein, also ganz ehrlich, das ist unwirklich. Weiß, dann kommt Rot, dann kommt... Eigentlich kommt erst Grün. Also ich gehe jetzt quasi nach dem Leuchtwert, ne? Und Grün ist die Farbe, die das Auge am hellsten wahrnimmt. Dann kommt Rot, dann kommt Blau und dann kommt Schwarz. Gibt es eigentlich ein Fach Bildende Kunst für Lichtfarben? Digga, da wäre ich halt der perfekte Lehrer für. So viel Scheiße, wie ich über Lichtfarben erzählen kann. Ja. Aber naja. So. Die Frage ist, machen wir jetzt mit ganzen Blättern. Haben wir überhaupt noch eine Blattkiste? Nee. Wir haben gar keine Blattkiste mehr. Ach, wer hat das hier im Lager? Ach, scheiße. Ach komm. Ich packe erstmal in die Tasche. Stimmt, die ganzen Blätter haben wir alle im Lager jetzt. Ja. Easy. So. Ja, siehst du, Spitzhacke hat sogar vollkommen ausgereicht. Dafür sind jetzt endlich mal die ganzen Metalldinger weg. Oh, hier ist noch eine Schippe. Die ganzen Metalldinger endlich mal weg. Die können wir jetzt gleich verwenden, wenn wir hier nochmal irgendwie auf Geröll stoßen sollten. Apropos, hier ist auch noch eine drin. Dankeschön. So. Die Taler kommen auch einfach mal da rein. Und dann fangen wir jetzt quasi wieder von... Nee. Hier lang. So, hier war fertig, ne? Fangen wir jetzt quasi wieder mit dem dritten Raum an. Genau. Sehr schön. Brauchen wir noch Spitzhacke? Brauchen wir noch irgendwas? Das Replacement Tool brauchen wir noch. Und, mehr eigentlich nicht. Spitzhacke und Replacement Tool. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Ja. Genau. Und wenn nicht, können wir... So lang ist der Weg ja nicht. Gut, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem nächsten Raum. Bis dann. Ich hoffe mal, die Zeit ist... Please. Ja, okay. Tschüss.